Hallo, liebe Wüstenfüchse. Kann ich das so sagen? Ach klar, ja, klar. Willkommen zurück zu Q-World. Wir haben noch den Sergeant Rommel dabei. Ach, stimmt, ja. Sergeant Rommel? Was? Rumpel, bitte. Ja, ich sehe so ein bisschen aus wie so Rumpel ein, der Wüstenfuchs, Alter. Der mit der Zahnlücke. Da ist übrigens wieder ein Oger und wir müssen immer noch nach Nordwesten. Ja. Was? Du hast ja zwei, Bordosack. Boah, ich bin ja nicht hochgekommen. Was? Wieso das denn nicht? Oh, ich hier. Voll easy. Der ist zu klein, der Rumpel. Oh, hier ist ein Schlafsack. Aber ich brauche. Da hinten sind wieder irgendwelche Viecher. Wieso bin ich jetzt eigentlich, wieso habe ich jetzt eigentlich wieder 200? Achso, ich bin gestorben. Das sind Kamele, wie viele Lagerfeuer? Oga. Hat er dich? Agro. Nee, hat er nicht. Was sind mit den Kamelen? Ah, die sind zu stark. Das sind schon wieder zwei, die genauso aussehen wie die eben. Ja, die Kamele, die sind auch, das ist auch so ein Inzestvolk. Schlimm, ne, diese Agro-Kamele. Also wir müssen so ein bisschen mehr nach links tendieren, um irgendwann mal bei diesem Dorf anzukommen, denn das ist unser Ziel. Alter! Alter! Ich lauf weg. Was lädst du denn die Kamele auf mir ab, Mann? Ja, weil du, ich dachte, ich hab gar nichts gemacht. Wir rennen hier rum. Wie gut das aussieht, ihr zwei Kamele hinter dem Gronkh hinterher. Hey, Lara. Oh, Hanggliding ist your favorite sport. Hey, die hilft mir. Lara, hilf mir der. Alter, Lara ist gleich tot. Ja, die ist dead meat. Oh, na toll. Aber geht mal hier auf das Kamel drauf. Die ist tot. Ahaha, der Rumpel hat das Kamel wieder. Ich glaube, das wird nichts. Wir sollten rennen. Boah, was ist das denn da fieses? Guck mal da hinten, diese Bullen. Ekelhaftes Moskito. Was ist das denn ekelhaft? Oh Gott. Oh ja, der Bullen. Ach, das sind die Skullballs wieder. Die Skullbullen. Oh, ja, die kennen wir doch. Weiter rennen. Ey, epische Landschaft hier auf jeden Fall, muss ich sagen. Wie wir hier wegrennen die ganze Zeit einfach nur. Das ganze Let's Play besteht aus Wegrennen. Ja. Aber es ist lustig, wenn man das so von vorne betrachtet. Ja, oder von der Seite. Sarazar flüchtet vor Fliegen. Das kann ich sonst nur in seiner Wohnung. Nein, der hat alles bekommen. Mhm. Hier ist Frogman. Hello, Frogman. Hey. You look like an adventurer. Sagt er zu mir auch, ey. Er sagt auch mal das Gleiche. Der hat wohl gesehen, dass wir Abenteurer sind. Mir geht's auch nicht mehr so gut, Gronkh. Nee, ich muss gleich mal auch was essen oder so. So, wer macht den letzten Kick? Damn it. Das kann ja wohl nicht sein. Wie der Gronkh. Ich glaube, der hat so eine Instant-E-Taste oder so. Die wird andauernd Bot, gedrückt, automatisch. Bots, ja. Ein kleines Programm, wo immer hinter dir, Rumpel. Hinter dir ist ein kleiner Desert Runner. Der will mit ein Desert-Rumpel. Boah! Alter, du Arsch. Was denn? Der neben mir. Jetzt läuft er hinter dir her. Soll ich dich retten? Ihr macht das schon. Mach den mal platt. Ich renne mit dem die ganze Zeit um den Kreis, vielleicht klappt das. Den kriegen wir niemals, der ist viel zu hart. Boah, ich habe gerade 11 Schaden gemacht. Upsa. Das läuft, Alter. Hallo, Fremde, braucht ihr Hilfe? Kommt rüber, Gronkh. Nee, der ist mir zu stark. Ich beobachte das Spektakel lieber. Den kriegen wir niemals down, das könnte er knicken. Boah, ich hab den gerade 13 Schaden gemacht. Erstmal ein Süppchen. Wie der da oben sein Süppchen frisst, ey. Aber mir geht's auch nicht besser. Ach ja. Warte mal, ich komme mal zu dir. Hauptsache der Sachi hat Spaß. Jetzt kann man draufballern von hier oben. Klar, gute Idee. Er kommt niemals hier hoch. Er schafft das nicht hoch, das stimmt. Ich bin leider kein Fernkämpfer. Geil. Baller drauf. Boah, ich fall runter. Alter, den machen wir platt. Ja. Fuck, ich hab den vermisst. Also. Nein, der hat sich geheilt. Ah, oh, jetzt hat er sich wieder geheilt. Das ist so ätzend. Aber der kriegt trotzdem gut Schaden. Oh. Oh mein Gott. Schade. Oh mein Gott. Oh, der rennt wieder zu mir. Nein. Hey, nicht zu mir, nicht zu mir. Ich bin doch nicht bekloppt. Ihr seid doch bescheuert. Du Wahnsinniger. Lalalala. Wieso feige? Ich bin nicht dumm. Du bist der feigste Hund, den ich Wir stellen ich uns hier dieser Bestie aus der Wüste. Er macht und Gronkh lootet währenddessen irgendwelche Pflanzen. Lalalala. Gronkh hätten wir es geschafft, aber der ist ein Weichei. Ja, echt. Muss mal schlafen. Du auch, Rumpi. Schlaf du ruhig zuerst. Komm, ich massiere dich währenddessen. Immer schön auf den Kopf massieren. Mir gehen meine Kopfschmerzen sind jetzt weg. Dankeschön. Immer gern. Weil mein Kopf auch. Ich raste auch nochmal ganz kurz. Oh, der Wizard ist gut. Der Wizard ist gut hier. Der Wizard ist gut. Der Wizard ist gut. Der Wizard ist blau. Oh. Hallo, Wizard.
Ach so meinst du das, dass der blau ist? Alter, warum greift der mich an? Das kann doch nicht sein. Super. So, ich leg mich kurz mal schlafen, Jungs. Oh, du hast den Wutz dafür bekommen, den muss ich kriegen. Ach so, warte. Mage, bitteschön. Dankeschön. Ich kann nicht schlafen. Oh, soll ich dir was vorlesen? Ja, die ganze Nacht war so hart. Ja, das verstehe ich. Manchmal ist das eben so, Saraza. Manchmal sind die Nächte. Cool, ich habe jetzt 0,8 Punkte Schaden mehr. Cool, sieht aber gut aus bei dir auf dem Rücken, das Ding. Und das Tempo ist auch besser jetzt. Dafür ist die HP ein bisschen runtergegangen, aber na gut. So, laufen wir noch richtig. Warte. Wo ist es hin? Komme. Wo ist es hin, das Dorf? Ich komme. Sag mir bloß, das Dorf ist weg. Nee, ich glaube, wir laufen noch richtig. Ja, da hinten ist es. Das Dorf ist richtig, wir laufen richtig. Wir müssen ein bisschen mehr nach Westen noch. Boah, das ist aber noch ein Stück. Das ist noch ein Stück. Ja, ist Westen. Wir sollten nicht so viel kämpfen, wir sollten die Beine in die Hand nehmen. Genau, okay. Nehmt die Beine in die Hand. Und am besten gegenseitig, wir nehmen gegenseitig unsere Beine in die Hand. Habt ihr Beine in der Hand? Ich habe jetzt zwei Beine, eins von Sari und eins von Rumpel in der Hand. Hier ist ein Zwerg. Leute? Ja? Ich habe eine ganz schweißige Arschritze, ich glaube, es war. Wir sind ja auch in der Wüste, du musst dir einfach ein bisschen Cottonplant in die Arschritze klemmen, das saugt sich voll. Und dann hast du auch gleichzeitig ein erfrischendes Getränk für unterwegs. Hey, die Knobolde können wir wegmachen. Hey! Au! Boah, die sind weg, aber sowas von. Lass mir auch mal eine Mütze, bitte. Oh, Mann! Ich bin Nahkämpfer, ich kann nichts dafür. Das hat natürlich den Vorteil, ja, dass du direkt stealst. Du musst auch mal hier so ein bisschen für die Supporter, die dir Zeit guck, zur Seite aber guck stehen, mal, denken. Guck mal, ich verteile ja auch alles, was ich habe. Heiltränke, Rüstung, alles. Ich habe noch nichts von dir bekommen. Du hast gerade deinen Staff von mir bekommen. Eine Minute später hat er schon vergessen, der undankbare Drecksack. Schön. So geil, wie wir alle dann da stehen, so alle so. Hey, so, hier. Wie sieht das aus? Ah, Nee. Nein. Aber hier ist ein Lagerfeuer. Oh, die Länder von Duakor. Wir müssen mehr nach Westen. Ach nee, der ist Human. Wir müssen mehr nach Westen, ne, glaube ich. Der Wolfram, den kennen wir doch. Ey, der Wolfram, wo sind deine zwei Leute hin? Oh, das ist bestimmt eine traurige Geschichte. I like Geschichte. Your style, sagt er. Dankeschön, Wolfram. Ich habe auch einen neuen Pulli. Die sind bestimmt alle gestorben, seine... Ey, da vorne. Wir müssen mehr nach Westen, ne? War das nicht so? Aber hier wird gekämpft. Hier wird gekämpft. Was wird da gekämpft? Nee, stimmt gar nicht. Sind die freundlich? Hier unterwegs. Das sind Elfen. Ja, Elfen. Helfende Elfen? Sind das helfende Elfen? Die laufen weg und beachten uns. Hey, Freunde, na, wie geht's euch? Hey, my favorite sport is hanggliding. My raccoon is adorable. It's a sea guy. Are you looking for Ich will auch ein Pet haben. Ich auch. Ich wollte schon eine Rumpel irgendwie tamen, aber das geht einfach nicht. Tschüss, ihr lieben Elfen. Ey, das sind immerhin gute Freunde, ja? Ja, bleib doch bei denen. Gronkh und ich laufen weiter. Genau. Wir wollen zum Dorf, wo die Nutten sind. Ja, wahrscheinlich würde ich mit denen mehr reisen, ganz ehrlich sogar. Ihr habt einen Kaktus vergessen. Zwerge mögen einfach keine Elfen. Da ist übrigens... Aber ist ganz schön belebt, die Wüste hier, ne? Fett was los, die sollten eine Umgehungsstraße bauen. Ja, jetzt gehen wir aber ein bisschen zu blöd wieder, oder? Ich dachte noch mehr nach Westen. Bitte was? Wir müssen viel mehr nach Westen. Ja, deswegen gehe ich jetzt nach Westen gerade. Viel mehr nach Westen. Alter, wie karg das hier ist auch. Karg, voll karg. Karg wie ein Sarg. Oh, Mist, ich habe einen Beiter am Arsch, aber der ist orange, den kann man schaffen. Nö. Oh, ich muss leider gerade looten. Aber ich komme jetzt zu dir. Nee, jetzt laufe ich eh weg. Ich laufe jetzt in Richtung Westen. Nee, wir kommen jetzt zu dir. Jetzt. Oh, ich habe einen roten Beiter hier. Zwei rote Beiter. Tja, leider muss ich gerade... Ich habe einen Goblin. Warum kommen wir mit dem Beiter rüber? Den können wir plätten. Boah, ich mach den fertig, den Goblin. Geil. Warte, ich komme. Yes, alleine. Ach, da bist du ja. Komm, wir machen Platz. Oh, der ist schon stark, aber den kriegen wir hin. Komm jetzt auf. Alter. Boah, der macht... Witch, oder was? Alter. Witch? Boah, Alter. Roundhouse Kick. Was? Die Witch hat mich gut gemacht. Boah, ich bin tot. Scheiße. Oh mein Gott, alleine schaffe ich aber das nicht. Aber ich bin hier unten schön am Fluss. Ja, alleine schaffe ich das nicht. Ich mach zu wenig Schaden. Lauf weg, lass den. Komm, Rumpel, mach ihn platt jetzt. Ich bin gar nicht bei dir. Ich muss jetzt du tauchst hier direkt wieder auf. Da. Mach ihn platt, der ist so gut wie tot, schnell. Oh, Skullball. Skullball, was? Ja, super, geil. Weiter. Was ist das denn? Wenn wir den jetzt geblättet kriegen, der gibt fett. Nein, er hat sich jetzt geheilt. Das gibt's doch nicht. Ach, ein blauer Ork. Ich hab einen blauen Ork am Arsch. Nein. Vorsicht, die Hexe der Witch getötet. Ja, die Witch ist total fies mit ihrem. Ork, wo bist du? Ich hab hier gerade einen Ork geplättet. Ich bin am Fluss irgendwo.
Hä? Da, ich seh dich. Den Rumpel sehe ich schon. Ich laufe jetzt mal zum Rumpel. Läuft der noch hinter mir her? Der läuft noch hinter dir. Ist der orange? Ja, nee, der ist rot. Also bei mir ist er orange, komischerweise. Nee, die ist gar nicht stark, aber die hat mich gerade platt gemacht. Fire Beetles. Boah, Alter, die ist mega stark. Mega! Ja, ja, die macht viel Schaden, aber die hat nicht viel Lebensenergie. Alter, aber was ist das für ein unnormaler Schaden, bitte, den die macht? Komm, wenn wir die zu dritt angreifen, dann kriegen wir die. Ja, wartet. Ich bin jetzt gleich da, in einer Sekunde. Ich bin auf den Baum geklettert. Lustig. Oh, da ist der Rumpel. Den sehe ich schon, aber die Hexe die Hexe ist weg. Die Hexe? Wollten wir nicht eigentlich gern Westen zum NPC-Dorf? Ja, aber wir wollten jetzt erstmal die Hexe plätten, weil die hat echt, Entschuldigung. Ne? Ja, schrecklich. Du hast gewusst. Ja, ist die Hexe. Ah, hier ist sie. Ich hab sie. Ding dong, die Hexe ist tot. Ding dong, die Hexe ist tot. Alter, wo ist die? Die ist irgendwo da hinten. Jetzt laufen wir die ganze Zeit wieder zurück. Ja, aber das lohnt sich. Wieso lohnt sich das? Doch voll. Weil die, wir die geplättet kriegen, die gibt bestimmt viel Erfahrung. Die ist blau, die gibt keine Erfahrung. Das ist die Liste plus eins. Ach. Das ist zum Kotzen. Ach, schön. Ey, den Gronkh benutzen wir einfach als Bank. Ich sammle gar nichts mehr. Genau. Gib mir mal 100 Dollar. Der Gronkh hat die Verwaltung aller. Oh, hier, zwei Cent-Terror in blau. Oh, sogar noch ein dritter. Na, super. Boah, die ging gut. Juhu. Ja, geil. Haben zwar auch nur ein XP gebracht, aber egal. Was ist da? Vorsicht. So. Ist das blau? Nee, rot. Weg. Desert Runner. Hey, nee, da kann man pennen. Ich leg mich mal kurz hin. Ich heale mal kurz. Alter, freue ich mich richtig drüber jetzt mal. Wieder grün auch. Vor allem, wir sind aus der Wüste raus. Aber wir müssen gucken, dass wir noch... Vorsicht, da hinten ist so ein Oger. Übrigens, da ist... Nee, der Gnobold. Der Gnobold ist aber nicht... Das Dorf ist nicht mehr Fairhahn. Sauber. Ja, geht jetzt ganz gut inzwischen. Ja. So, also was kann man alles machen? Ich kann ja nicht schlafen irgendwie. Ah, jetzt. Kann nichts machen. Jetzt ist so hell. Aber echt. Mach mal die Gardinen zu. Warte. Hier hast du meinen Köcher auf dem Kopf. Das ist so lieb von dir. So, ich hab eh ausgeschlafen. Aber dem Geruch wach ich gleich wieder auf. Vor allem jetzt riecht das Lager nach dir. Warte. Während ich da drin schlafe. Oh Gott, arme Saurumpel. So, laufen wir richtig nach Nordwesten und Vorsicht, da unten ist ein fetter Klops im Fluss. Greif den nicht an. Nee, Westen, wir müssen nur noch nach Westen. Nur nach Westen. Hey, was direkt ist das denn für ein Klops im Fluss? Das ist ein Holz. Das ist ein Oger. Ja, ach so, das ist seine Waffe. Sein Prügel, sein Mächtiger. Das ist ein Prängel, ja, das wollte ich auch gerade sagen. Verdammt. Komm hier nicht hoch. Ich kann hier nicht raus. Ich muss. Boah, hey. Noch mehr Hilfe, Wüste. Freunde. Ah, oh, geil, hier sind Knobolde, yeah. Die können wir alle wegmachen. Boah, auf in die Schlacht! Warte! Wie die alle weg sind! Geil! Boah, so, super. Weg mit dir! Juhu! Da haben die super. Ja schon alle getötet. Ja, das ja. Ging fix, wir sind das. Gronkh und ich machen jetzt richtig Damage-Dealer sind wir geworden. Das yeah. Putzkommando ist zurück. Putzkolonne. Ah ja, die Putzkolonne ist zurück. Meister Proper! Ist das da, wo diese zwei Schwerter sind? Ist das das? Nee, das ist so ein, da siehst du so Hausdächer, die so rausgucken, so ein bisschen. Aber was ist denn, was sind diese zwei Schwerter dann? Ist das ein Weapon-Shop? Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Da sollten wir unbedingt hingehen. Ey, da kommt so ein Froschstück zu dir. Aber der ist gut, nett, lieb. Das ist der Wibbit. Ja, lass uns zu diesen zwei Schwertern gehen. Das ist bestimmt ein Weapon-Shop. Das kann sein. Das kann sein. Also diese zwei Schwerter, das hatte ich ja eben auch. Oder es ist ein Boss-Battle. Hey, das sind zwei Hexen. Das sind zwei Hexen. Die können wir klar machen, Alter. In der Wüste ist man doch langsam verzweifelt. Immer nur mit Männern unterwegs, weißt du? Ja, die sind auch, blau. Ja! Okay, hallo, die Damen! Klar. Alter, mega Date. Erstmal ein fettes Date klar machen. Ja, aber du hast ja beide halt erstmal schön mit der Keule über den Kopf. Natürlich! Natürlich! So habe ich das Daten gelernt. Oh, Vorsicht, da hinten ist, glaube ich, auch noch was. Boah, ey, du bist so der Looter. Da, wo ist jetzt diese, das muss hier oben drauf sein, auf diesem Ding hier, da müssen wir hoch wahrscheinlich. Hier sind die Schwerter? Nee. Nee, auf diesem großen... Ach, hier auf dem, Alter, ist das riesig, boah. Boah, das ist aber eine richtige Questwahl, das ist doch super. Komm mal, Vorsicht, da sind weiter. Sind die niedlich? Die sind, der Onionling, die sind rot.
Alter, da kommen wir nicht durch. Wir müssen aber daran vorbei, wo der Rumpel ist. Hier, komm. Na gut. Aber auch so rumlaufen. Einfach an dieser Schlucht vorbei. Dann laufe ich euch mal hinterher. Alter, wie sollen wir denn da hochkommen, Rumpel? Ja, ich glaube, das ist das erste Abenteuer. Ach, dieser Boah. Ey, lass mir auch was übrig. Also wir müssen klettern im Endeffekt. Sollen wir einfach so einmal drum rumlaufen und gucken, ob man da irgendwie besser hochkommt? Aber ich glaube, wir müssen klettern und dann immer... Alter, und Pause machen. Alter, will ich mich veräppeln. Lass uns zum Dorf gehen erstmal. Nee, ich will da unbedingt hoch. Da können wir... Ey, Alter, sind wir da aber richtig? Da können wir gar nicht klettern. Oh, Goblins! Natürlich können wir da klettern. Beat the ruler on the rock of the Seria. Siehst du das? Das ist eine Quest. Wenn du nah an das Ding dran gehst... Alter! Alter! Ich respawn hier gerade und überall. Alter! Hier ist gerade die Horde hinter mir her. Was ist denn hier los? Wir kriegen mal Blatt. Weiter weg. Sehr schön. Wo seid ihr? Boah, ja, the ruler on the rock of Syria. Ja, wir sind immer noch bei diesem Riesenfeld. Hey, ich dachte, ich komme mal vorbei. Ich bin jetzt schon gleich wieder tot. Niemals schaffen wir das. Egal, aber ich möchte da jetzt mal hoch und das anzugucken. Das ist doch jetzt das erste Mal, dass wir hier irgendwie eine Quest haben oder irgendwas Aufregendes. Ja, und wir schaffen noch nicht mal, weißt du, wir machen den Ruler dieses Towers, dieses Rocks bestimmt platt, wenn wir noch nicht mal ein Eichhörnchen schaffen. Ist doch egal. Alter, an der Wand gekillt. Drecksäcke, Elende. Alter, die klettern auch. Huch, was sind das? Alter! Onion Rings. Was zur Hölle? Ja, die haben mich gerade verfolgt. Die waren genau am Spawnpunkt, die bösen Viecher. Sand Horror können wir auch noch machen. Sand Horror habe ich gerade einen weggeschlachtet. Alter, da kommen wir nicht hoch. Doch, da kommen wir hoch. Ich will da hoch. Der Sergeant Rommel schon wieder, weißt du? Das wird voll die Aktion, der Sergeant Rommel. Der Wüstenfuchs. Jetzt immer warten hier und dann müsst ihr nächsten Stage nehmen. Genau. Alter, das ist ja voll das. Oh, das ist. Alter, riesig, ganz ehrlich, das ist Wahnsinn, da hochzuklettern jetzt. Ja. Ach, und sag ich auch. Was passt zu diesem wahnsinnigen Zwerg? Nein! Ist abgestürzt. Nicht runterfallen. Wow, ja. Guter Tipp. Aber ich lebe noch. Ich bin auf wirklich so von Station zu Station gefallen, konnte mich keiner irgendwo halten. Wo seid ihr denn? Hier, komm mal hoch. Ich sehe nur, wie der Sterne vorbeifliegt. Das sieht so lustig aus. Boah, ist das wenn man schwer, zu gierig wird. Ja, vor allem, also da müssen wir da irgendwie gucken, wie man da. Das ist richtig wie beim Klettern, dass man da richtig gucken muss, wo man lang gehen kann. Na, das ist ja toll jetzt hier. Ganz toll gemacht. Aber das muss man irgendwie hinkriegen. Ich glaube schon, dass man das irgendwie. So, Stamina aufladen lassen? Niemals. Wie sollen wir denn hier rüberkommen, bitte? Hä? Wir brauchen hier so ein Basislager. Erstmal nicht an, ja. Basislager. Oh, Entschuldigung. Da kommen wir nicht hoch, Gronkh. Da kommen wir nicht hoch. Kommen hier nicht hoch an dieser Stelle. Nein! Keiner hört auf mich. Aber es sieht lustig aus, wie er da unten liegt. Sehr schöne Perspektive, müsst ihr euch mal angucken. Ich glaube, an der Stelle ist wirklich fast unschaffbar. Vor allen Dingen da oben kommen noch weitere von diesen Gnitten. Na gut, dann. Du meinst, dass wir das erst später machen können, wenn wir mächtiger sind, oder wir brauchen einfach eine bessere Stelle. Oder eine gute Paragliding-Ausrüstung oder vielleicht eine Bergsteiger-Ausrüstung, wenn es sowas gibt. Hm? Na? Oder? Wie hört sich das an? Bergsteiger-Ausrüstung? Na? Hm? Na? Ich will das jetzt nochmal hier versuchen, okay? Ja, bitte. Nein. Okay. Also auf jeden Fall brauchen wir brauchen jetzt, mehr Stamina jetzt, ja. Und ich glaube, das kriegt man mit höheren Leveln auch, genau wie mehr Strength. Rumpel, hör auf mit dem Wahnsinn, lass ab! Ich bin schon voll weit oben. Dieser wahnsinnige jetzt. Zwerg, ey. Wir sind nur zu stark hier, Gegner. Wie kann man sein Leben nur derart hassen? Hey, ich bin schon voll hoch. Jetzt ins Dorf, ciao. Das Lustige ist, dass der Rumpel da spätestens da oben nicht mehr weiterkommen wird. Ja, und vor allem wird er bestimmt nicht den Ruler auf irgendwas fertig machen. Da sehe ich schwarz. Außerdem müssen wir hier noch genügend klettern. Voll hoch, Alter. Rumpel, sagt er, ist voll hoch. Ist irgendwie 5 Pixel weiter höher, als ihr je gewesen seid. Nein, kann ja nicht sein. Guck mal, wo ich gerade bin. Und ich bin genauso hoch, wie der Berg ist. Und hab hier den wunderschönsten Blick auf der Welt. Und ich gehe jetzt weiter zum Dorf, wenn ihr so weiter macht. Nein, Alter, warte mal. Ich komme jetzt auch rum. Wir treffen uns dann beim Dorf. Ach komm, jetzt mach doch. Nein, das ist nicht mehr fern. Ich will das schaffen. Das war das Ziel für diese Folge. Wird dieser Berg uns auseinanderreißen? Wird er uns die Freundschaft kosten? Die Kameradschaft? Wo sind all die Werte hin,
Dieser verrückte Zwerg. Sein Wahnsinn. Sein Wahnsinn treibt ihn voran. Ihr seid so lame, sprach er zu seinen Kameraden. Guck mal, wie weit oben ich bin. Guck mal, wie weit oben ich bin, rief er. Guck mal. Ja, während Sarazar Waffen doch niemand hört in dem Laden, in diesem Dorf kaufte. Der Zwerg fiel. Ohnmächtig schloss er seine Augen. Also ihr könnt euch das ja übrigens auch aus verschiedenen Perspektiven reinziehen. Das sollte man vielleicht mal erwähnen. Zum Beispiel, wenn ihr jetzt unbedingt sehen wollt, wie der Sergeant Rumpel da den Berg hochkraxelt, kann man sich das rein. Alter, was ist das denn Geiles? Alter, was ist das denn Geiles? Ihr müsst dringend mal bei mir gucken. Nee, bei mir ist sowieso am Nee, Alter, guck dir das mal an. Ihr siehst ja gerade gar nicht, weil das bei mir so geil ist auf dem Channel gerade. Nee, weil ich der Erste bin, der im Dorf ankommt. Nee, überhaupt nicht. So, Leute, ich bin jetzt oben. Ich bin auch oben, aber wie komme ich jetzt hier runter? Auf dem anderen Berg bist du. Ja. Ich bin gleich oben. Kannst du runterklettern einfach. Und ich bin jetzt gleich oben. Alleine ich sehe das Dorf. Machen. Ich sehe das Dorf. Ja, und ich bin oben. Ich bin oben. Ich hab's geschafft. Dann probieren wir den Ruler von irgendwas zu töten. Ich bin sehr gespannt. Ja, ich möchte ihn aber wenigstens sehen. So, bei da habe ich wieder Unique Content auf meinem Channel. Das ist eigentlich sehr gut. Ja, habe ich auch. Ich habe nämlich als Erster das Dorf entdeckt. Und jetzt ist die Folge vorbei. Ey, die sind blau, ihr Hohlköpfe. Die sind blau. Der Lumdi ist blau. Der ist nicht irgendwie rot oder irgend sowas, der ist blau. Was ist der nochmal? Kannst du das nochmal sagen, bitte? Blau ist der. Ich bin im Dorf und da ist gar nichts los. Haha, ihr Loser! Boah, Alter, der Rumpel voll übersteuert. Ich mach den Lumdi jetzt selber weg. Voll der Psycho ist das. Aber wenn er jetzt auf dem Berg stirbt. Geil, ich bin in einer Kneipe, Freunde. Ich greif den jetzt an. Ey, hier gibt's alles. Ach, da hinten bist du. Ich bin in der Stadt. Huch! Ja! Huch, bei mir wurde es auf einmal richtig hell. Ja, bei mir auch. Aber so ganz... Oh, ja, some rocks can be destroyed with bombs, Freunde. With bombs? Mit Bums oder was? With bombs, mit Bums. Mit viel Bums. So, seine zwei Gehilfen habe ich schon weggemacht. So sieht's nämlich aus. Ach, ich komme jetzt auch ins Dorf. Oh, ist das schön hier. Voll das arabische, pittoreske Dorf, ne? Ja. Cool. Ja. Schön, boah, wenn jetzt nur der Rumpel da wäre, dann wäre alles perfekt, aber leider ist er seinem Wahnsinn erlegen. Ihr seid so neidisch gerade, dass ich hier mit dem Zwerg kämpfen kann. Ey, das ist ein getamtes Sheep. Boah, ist das schön. Boah, ich mach dem aber so wenig Schaden, das ist der Hammer. Wenn ihr jetzt da wärt, dann könnten wir diesen scheiß Typen platt machen. Boah, hier ist viel schöner als beim Rumpel. Durakor. Durakor City. Ihr seid so low. Was ist das wieder unten. Gronkh, willst du mir mal helfen? Gerade komm mal raus, diesen Zwerge. Ich hab leider gerade gar keine Hitpoints. Null. Also ich hab 58 Hitpoints. Oh scheiße, der eine hat so was wie... Komm, ich bring die mal mit. Der eine hat sowas wie einen Boomerang irgendwie. Warte, dann hau ich mal schnell noch ein Süppchen rein, bevor du hier irgendwie einen anschleppst wieder. Ja, ja, ja. Mach schnell. Ich komme jetzt um die Ecke. Und mach genau schnell, ist gut. Jetzt. Komm, na, kämpf. Wie geht's euch, ihr Lamer? Kämpf, Alter. Sehr schön. Alter, was für ein epischer Kampf hier entbrennt. Boah, Alter. Das war viel geiler als bei Rumpel auf dem Channel. Alter, das... Gestorben bist du. Ich hab's gesehen. Weil der Kampf so episch war einfach. Nicht wie bei dir, so lahmarschig. Ja, ja. Weißt du? Von wem? Keine Kampfgeräusche vom Rumpel. Alleine hochgelaufen. Boah, ich sehe euch noch nicht mal, ey. Hast du weggemacht? Nee. Oh Gott. Komme! Ah! Alter! Was? Der ist gar nicht mal so ohne. Was für ein mieser Bumerang! Ich hab nur noch 11 Hitpoints! 11! Ich geh mal in die Kneipe jetzt. Nee, du musst in den Itemshop, der wurde mir eben angezeigt. Während ich hier epische Zwergenherrscher angreife, macht ihr wieder Kneipenschlägerei mit irgendwelchen Besowskis. Ach, der Mikkel sitzt hier. I love traveling to cities of different lands. And Sergeant Rumpel ist doof. Aha, eine leere... Alter! Dungeons are really dangerous places. Don't forget to take some potions with you. Potions. Potions. Oh, ist das hier oben? Ist ja putzig. Oh, hier kann man schlafen. Geil. Erstmal Hitpoints wiederholen. Endlich mal im Bett schlafen. Hast du eigentlich keinen Shop in dem Dorf? Stimmt, ich bin ja doch dabei. Ich glaube, ein Item-Shop ist da irgendwo. Ich muss erstmal pennen gerade. Sieht aber ganz nett aus, das Dorf. Sag ich doch, viel besser als oben auf dem Berg. Nee, das stimmt nicht. Doch. Aber sieht ganz nett aus. Aber der Berg, den hätten wir echt geschafft. Wir hätten den Typen weggemacht.
Ich bin gerade durch das Haus gefallen. Oh, ich bin auf dem Balkon. Dann machst du Balkonia. Geil, Alter, jetzt hüpfe ich hier. Ich bin Assassin's Creed. Ich sehe euch da unten. Irgendwie sind in den Kisten nichts drin, oder? Nee, irgendwie nicht. Mich unwohl. Yeah, bam, abrollen. Hier rüberklettern. Ich würde sagen, wir nehmen das Dorf mal in der nächsten Folge nochmal genauer unter die Lupe. Der Rumpel ist ja jetzt auch angekommen. Und dann verabschieden wir uns für diese Folge von Let's Play Cube World. Yeah. Tschüss. Warte, ganz kurz, eine Sache noch. Ich muss versuchen, hier einzubrechen. Zu spät, ich hab schon aus. Schade. Ich hab schon aus.